Hey Leute und willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Wir sind jetzt schon in Level 5.1, das heißt, wir sind jetzt auf dem Dach und wenn ich mich recht erinnere, haben wir das in der letzten Folge alles schon gelesen. Wir haben ja jetzt diese tolle Wirsing-Schleuder. Nein, gar nicht Wirsing. Ich habe in der letzten Folge immer Wirsing gesagt. Es ist aber kein Wirsing, es ist Kohl, soweit ich weiß. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen, Verteidigung auf jeden Fall. Wir haben den Blödmann hier. Ich weiß gar nicht, wie man den am besten los wird. Vielleicht damit? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, der ist nicht so sinnvoll, der auch nicht. Das ist ja gerade doch erstmal Level 1. Das heißt, es wird noch nicht so schwierig sein. Ich weiß nicht, ob man den hier mit dem Kaktus los wird. Also diesen komischen Springer da, den Bungee-Zombie. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal den hier noch mit. So ganz spontan. Wir werden ja sehen, wie es funktioniert. Und ihr seht ja, das Dach ist hier hinten so ein bisschen abschüssig. Das heißt, da bringt es nicht, die normalen P-Shooter zu setzen. Da müssen wir dann tatsächlich den Wirsing nutzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so klug war, die Reihe mit Sonnenblumen zu machen. Aber das werden wir sehen, ne? Schauen wir einfach mal. Da kommen schon die Ersten. So, Wirsing-Schleuder dahin. Kohlschleuder. Mensch, warum sage ich immer Wirsing? Wirsing ist auch Kohl, ne? Aber trotzdem, ich glaube, Cabbage heißt dann tatsächlich Kohl und nicht einfach nur Wirsing. Ich habe mir für heute einfach mal das Thema Gamescom rausgesucht. Auch wenn jetzt noch ein bisschen Zeit ist, bis tatsächlich die Gamescom ist. Genau in einem Monat. Vom 5. bis zum 9. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich habe das dieses Jahr nicht so auf dem Schirm, weil das dieses Jahr echt früh ist. Sonst war das immer Mitte oder sogar Ende August. Und diesmal ist das schon voll früh. Und da natürlich die allererste Frage, wer von euch ist auf der Gamescom? Das würde mich ja mal interessieren, wen von euch man da so treffen kann. Ich bin dieses Jahr natürlich da, ich bin auch an allen Tagen da. Und ich freue mich schon sehr darauf. Auch wenn es immer ein bisschen stressig ist. Es ist stressig, die Füße tun weh, aber trotzdem ist es einfach eine so coole Zeit, dass man sich da meistens schon drauf freut, wenn die Gamescom gerade vorbei ist. Dann denkt man im ersten Moment so, ach ja, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein und alles geht ein bisschen ruhiger zu. Aber im Endeffekt denkt man dann so, ja, jetzt dauert es wieder ein Jahr, bis ich die ganzen Leute sehe. Und das ist dann schon echt schade, weil für mich ist die Gamescom in den letzten Jahren auch eher zu einem Treffpunkt zwischen vielen Leuten geworden. Also ja, man trifft ja halt einfach alle, ne? Jetzt nicht nur Zuschauer, sondern auch andere Let's Player, die man so vielleicht nicht sieht, weil einfach alle da sind. Von denen, die man kennt. Also ich kenne kaum Let's Player, die sagen, ja, nee, ich bin nicht auf der Gamescom. Und wenn, dann hat das meist zeitliche Gründe oder, keine Ahnung, vielleicht auch mal, oh nein. Shit. Der klaut mir den jetzt. Vielleicht auch mal gesundheitliche Gründe, aber ansonsten ist eigentlich jeder immer auf der Gamescom. Natürlich, alle sind auf der Gamescom. Und wenn ihr auch hingeht, dann könnt ihr mir mal schreiben, ist das das erste Mal, dass ihr auf der Gamescom seid oder wart ihr schon öfter da? Und vor allem, wie gefällt's euch? Und geht ihr da hin wegen der Spiele oder geht ihr da auch hin, um Leute zu treffen? Warum? Oder vielleicht beides oder vielleicht nichts von beidem, weil ihr dort arbeiten müsst? Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Das ist übrigens so lustig, ne? Die ganzen, oder was heißt die ganzen, aber so ein paar Security-Leute, die da arbeiten, beziehungsweise die, die beim Pressebereich immer den Eingang kontrollieren, das sind seit Jahren die gleichen. Das ist so ein älterer, ja fast schon Opa, möchte ich sagen, und so eine Frau im mittleren Alter. Und die kennt man mittlerweile, das ist einfach so krass. Also zumindest hat man das Gefühl, die sagen dann auch, dann kommt man da an und dann sagen die, ach ja, dieses Jahr wieder. So, das ist irgendwie voll witzig. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ihr Idioten! Ihr Schweine! Du Sackgesicht! Pass mal... Ah, Mist, das war zu spät. Ich wollte den jetzt hier noch wegkloppen. Pass mal auf, ich setze den mal einfach kurz dahin. Weil hier geht's wieder mit den P-Shootern. Die treffen dann. Ich friss mir jetzt meine Sonnenblume weg, aber bis dann gleich... Shit! Shit! Und ich habe keine Blumentöpfe. Das wird jetzt ein großes Problem. Was soll ich jetzt tun? Die beiden kriegen doch die beiden niemals down, oder? Ja, doch, vielleicht. Ach, das war's ja auch schon. Wie gesagt, erster Level. Da ist es jetzt noch nicht so krass. Ja, endlich, den Blumentopf. Sehr gut, dann kann ich nämlich hier nach und nach auch ein bisschen auffüllen. Wenn die weggefressen wurden. Sehr schön, Flowerpot. Oh, was sagt er? Hallo Nachbar, ich habe neue Sachen hier in meinem tollen Shop. Ja, da bin ich gespannt. Was hast du denn?
Das, was, bitte, was? Ach so, die Hake, das hat er nur gesagt. Ich habe 6000 Dollar, was kaufe ich mir? Die habe ich nie so oft benutzt. Die Kätzchen hier braucht man später, kosten aber sowieso 10.000. So, Roof Cleaner. Add an extra line of defense for those difficult roof levels. Ich weiß nicht, wollen wir es nehmen? Ach komm, wir nehmen es mal. Machen wir einfach mal. Ich meine, warum nicht? Jetzt haben wir auch einen mit Eimer dabei. So, wir brauchen auf jeden Fall das hier, den normalen, die Sonnenblumen, eine große Walnuss. Und ich weiß nicht, nee, den können wir sowieso nicht nehmen. Ich glaube, dann nehme ich den hier. Ich nehme den hier und den hier, falls ich spontan irgendwie was machen muss. Das Blöde ist, die hier kosten 25, ne? Wie die Seerosen auch. Ist da ein bisschen doof. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema Gamescom. Wie gesagt, ich bin in allen Tagen da. Und wir machen das meistens so, dass wir uns die Spiele, die uns dann interessieren, am Mittwoch anschauen. Denn Mittwoch ist einfach der Pressetag, da ist es nicht so voll. Da muss man auch schon mal anstehen, aber eben nicht so lange. Und von daher bietet sich das echt an, zumal oft Spiele auf der Gamescom sind, die mich auch gar nicht so wirklich interessieren. Also dann hat man von den ganzen Spielen, die da sind, vielleicht so 3, 4, wo man sagt, ach ja, die würde ich echt gerne mal sehen. Und dieses Jahr hat sich das sowieso ein wenig erledigt, weil höchstwahrscheinlich die gleichen Spiele da sein werden, die auch auf der E3 waren. Und wenn ich es auf der E3 gesehen habe, warum soll ich mich dann auf der Gamescom noch mal eine Stunde dafür anstellen, wenn ich genau weiß, was es ist? Aber man wird sehen. Und die meiste Zeit geht dann wirklich damit drauf, auf Leute zu warten und anschließend mit den Leuten zu quatschen. Es ist ja auch einfach mega voll da, ne? Also wenn ihr noch nie da wart, kann ich euch direkt schon mal sagen, es ist super voll, vor allem am Wochenende. Der Samstag ist die Hölle. Ich glaube, der Sonntag war letztes Mal auch echt die Hölle. Und wenn es dann noch so warm ist, meistens hat man ja das Pech, also ich finde, es ist schon Pech, dass es richtig warm ist. Und dann kann das schon wirklich ätzend sein, vor allem in den Hallen, da ist es einfach mega stickig. Deshalb hält man sich dann gerne mal die meiste Zeit draußen auf. Für so richtige Gamer, sag ich mal, die jetzt wirklich nur wegen der Spiele dahin gehen, kann ich das auch voll verstehen, wenn die irgendwie sagen, ja, das ist so blöd, dass die Leute oder viele Leute einfach nur draußen rumhängen und das Ganze als Treffen nutzen. Kann ich dann wirklich verstehen. Oh Mann, hör doch auf damit. Bist doch gleich eh tot. Ah, nein, ich wollte ihn oben hinsetzen. Mist. Verklickt. Oh nein. Ja, vielleicht schafft das ja noch. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Pass mal auf, du kommst weg. Und du musst wieder dahin. Was ich aber auch nicht gut finde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß, es gibt viele Leute, die das so praktizieren, aber dass man da als, ich sag jetzt mal, Nicht-Gamer, also als jemand, der überhaupt nicht spielt, dass man da wegen der YouTuber hingeht. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen für manche so ein YouTuber-Treffen, ne? Also einfach mal viele YouTuber sehen und ich weiß nicht, ist natürlich klar auch deren gutes Recht, aber cool finde ich es jetzt auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem wenn da Leute sind, die sich dann die Karten kaufen und für irgendwelche, sag ich mal, Gaming-Interessierten sind dann die Karten weg, ne? Nur weil irgendwelche Leute meinen, sie können da ihre YouTuber treffen. Es ist ja so, es ist ja auch im Endeffekt nichts Schlimmes, aber vielleicht wisst ihr, wie ich das meine. Das ist dann schon etwas, naja, weiß ich nicht. Finde ich dann so ein bisschen mittelmäßig. Keine Ahnung. Wobei auf der anderen Seite auch wieder okay. Ach, ich will mich da jetzt auch nicht um Kopf und Kragen reden irgendwie. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Erlebnis, das man mal mitgemacht haben muss. Und ich kann euch nur sagen, nehmt euch echt richtig gute Schuhe mit. Also auch wenn es heiß ist, ich rate den Mädels oder von mir aus auch den Jungs, wenn sie denn Flipflops tragen, ich rate von Flipflops ab auf jeden Fall. Außer ihr wisst ganz genau, dass ihr in denen stundenlang und tagelang laufen könnt, dann eventuell. Aber ich bin sowieso jemand, ich habe ganz oft Probleme mit den Füßen, hört sich jetzt total merkwürdig an. Aber ich glaube, ich habe auch keinen guten Gang. Also ich glaube, mein Gang ist schlecht und deshalb tun mir immer die Füße so weh. Also ich muss eigentlich nur eine relativ kurze Zeit laufen oder stehen, dann tun mir sofort die Füße weh, ich kriege sofort Blasen an den Füßen. Deshalb ist Gamescom für mich, boah, echt teilweise Horror.
Da habe ich das dann schon am ersten Tag. Am ersten Tag tun schon die Füße weh. Und man weiß genau, ich habe hier noch vier weitere Tage, die auf mich zukommen. Du Blödsack, ne? Die sind echt mies. Muss ich gleich mal gucken, dass ich hier vielleicht... Oh, sehr gut. Ich komme gar nicht dazu, hier ein bisschen weiter aufzubauen, geschweige denn den Torchwood hier zu nutzen. Oh. Oh, da kommt so einer. Würde ich jetzt... Ah, Mist. Würde ich jetzt gerne hier noch so einen Blumentopf haben. Den hier dahin setzen. Deshalb muss ich dieses Jahr auch... Oh Gott, da fehlt mir ja einer. Mist. Muss ich dieses Jahr echt schauen, welche Schuhe ich anziehe. Und wenn es irgendwelche dicken Wanderschuhe oder so sind, ist es mir ganz egal. Ich gehe nicht mehr in Ballerinas. Und wenn ihr mich in Ballerinas sehen sollt auf der Gamescom, dann dürft ihr mich schlagen und sagen, du bist so dumm, warum tust du das? Ich habe es nämlich, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht. Und Chucks genauso. Jeder andere wird jetzt sagen, oh, in Chucks kann man super laufen. Ja, eigentlich schon. Aber ich werde sie trotzdem nicht anziehen. Wenn ich barfuß gehe, ist mir auch egal. Aber das wird so cool. Und wenn ihr hingeht, wenn ihr zum ersten Mal hingeht, nehmt euch was zu trinken und zu essen mit. Es ist alles super teuer auf der Messe. Und von daher schön was zu trinken dabei haben. Vor allem, wenn es warm ist, ist es natürlich sehr von Vorteil. Und auch irgendwelche Kleinigkeiten zu essen halt. Das wäre gar nicht so schlecht. Könnt ihr euch ein Butterbrot mitnehmen? Eingepackt in Butterbrotpapier. Ach ja, schön. Ach Mann, du Blödmann. Was ich da immer empfehlen kann, ist sowas wie Laugenstange oder Laugenbrezel oder so. Das ist eigentlich echt gut. Geh weg. Dankeschön. Das kann man relativ lange in der Tasche lassen. Das wird vielleicht ein bisschen matschig, aber nichtsdestotrotz ist Laugenstange eine sehr gute Sache. Jetzt kommt gleich schon die letzte Welle. Ja, mit Verteidigung sieht schlecht aus. Wie gesagt, Torchwood nicht genutzt. Aber nun gut. Und da kommt wieder so ein Idiot. Aber ich habe auch für meine Verhältnisse wenig Sonnenblumen. Es ist jetzt tatsächlich nur eine Reihe. Aber mehr ist hier auch wirklich schwierig. Kriege ich den noch weg? Sehr schön. So, der hier muss noch weg auf jeden Fall, weil ich glaube, das schaffen die drei nicht. Und der mit dem Eimer nervt natürlich auch. Ich muss die aber leider da hinsetzen. Oh oh. Das hier gibt ein Problem. Der ist schon weg. Sehr gut. Ich warte jetzt einfach. Sollen sie es doch wegknuspern? Dann kommt nämlich gleich der hier zum Einsatz, hoffentlich. Ah, sehr schön. Oh, dieses tolle Maiskatapult. Das ist auch super. Es ist doch ein Maiskatapult. Kernelpult, okay. Das ist auch ganz witzig. Oh nein, so einer mit Leiter. So, das nehmen wir mit, den Topf nehmen wir mit, den normalen, die Sonnenblumen, die Walnuss und... Oder nehme ich so einen mit? Ich meine, die kosten beide 175. Oder nehme ich wieder den mit? Das ist eigentlich immer so mein Allround-Ding. Den nehme ich gerne, wenn ich plötzlich bemerke, dass was schief geht. Dann kommt immer der hier zum Einsatz. So, und diese tollen Butterdinger, diese Mais-Butterdinger... Werdet ihr gleich sehen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, die nach ganz hinten zu setzen oder in die mittlere Reihe. Ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt einfach mal so nach Gefühl machen und den nach hinten setzen. Ah, da kommen sie schon. Die Idioten. Und er kommt natürlich... Warum warte ich auch nicht, ne? Ich hätte auch einfach mal warten können. Wie blöd ist das eigentlich von mir? Direkt da oben hinsetzen. Das ist so sinnfrei. Es wäre schön, wenn ich jetzt hier noch... Ich glaube, jetzt setze ich aber den. Ich weiß nicht, welche stärker sind. Da habe ich jetzt gerade irgendwie ein besseres Gefühl, wenn der Kohl das hier übernimmt. Ach, ich sollte vielleicht auch mal Sonnenblumen pflanzen. Mensch, wäre auch schön. Jetzt habe ich hier in meiner Vorfreude auf die Gamescom und nach dem ganzen Gelaber wieder nicht darauf geachtet, was ich hier tue. Nee, ich muss gerade mal sparen. Komm schon, eine Sonne noch, bitte. Eine Sonne, bitte. Dankeschön. Du kommst dahin. Ja, den Blumentopf nehme ich gerade mal noch nicht. Ich überlege gerade, Gamescom, was gibt es dazu noch zu sagen? Außer, dass es anstrengend ist, aber mega lustig und super viel Spaß macht. Ich
Ich weiß es nicht. Boah, ich freue mich auf so viele Leute, ne? Weil man ja schon immer sowas mitbekommen hat über Facebook oder Twitter, wer denn so alles da ist. Und auch natürlich von den Zuschauern. Ich meine jetzt nicht nur andere Let's Player, auch von den Zuschauern. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch eigentlich hoch, dass man sich da sieht. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich auch immer Treffen gemacht. Entweder mit Kitty einfach nur zusammen. Ich glaube, letztes Jahr war es echt nur mit Kitty. Und davor aber schon mal mit dem ganzen Gronkh.de-Team. Das hat dann, oh Gott, das war so krass. Da haben wir vorher angekündigt, auch mit Video sogar, haben wir gesagt, ja, wir machen so ein Gronkh.de-Treffen auf der Gamescom irgendwie am Samstag. Und haben uns dafür auch einen Ort ausgesucht, der eigentlich ganz gut ist. Aber auch sehr, ja, zentral. Und vor allem machen da sehr viele Leute immer ihre Treffen. Und wir haben uns da so gedacht, ja komm, können wir auch machen. Das war aber so ein großer Ansturm. Ich glaube, weil die Leute sich dachten, oh, wenn das Team Gronkh.de sagt, es ist da, dann ist natürlich auch Gronkh da. Ich glaube, das haben viele Leute gedacht. Dachten dann so, ja, wir erscheinen jetzt hier einfach mal mit Gott weiß wie vielen Leuten. Das war sehr lustig. Aber wir mussten dann auch raus. Also da kamen auch diese Security-Menschen und haben irgendwann gesagt, nee, hier drin geht das nicht mehr. Wir sollten das doch bitte draußen machen. Wurden dann alle nach draußen geschickt und das war eigentlich auch ganz nett, weil da jeder von uns, also der Looks Like Link, der Sui, der DK war dabei, der, wer war noch dabei? DK, Sui, Looks Like Link. Ich überlege gerade, weil viele aus dem Team waren ja auch gar nicht da. Ich sag jetzt einfach mal die und ich waren die einzigen. Ach ja, und ja, Rahmschnitzel, genau, stimmt, der war auch da. Dann hatten wir draußen jeder so sein Grüppchen irgendwie und die Traube von Menschen hat sich dann so darum versammelt. Das war eigentlich echt gut. Also zumindest für mich, weil ich habe dann von jemandem gehört, der sich dann auch bei mir angestellt hat, wie sich das anhört, ne? Für ein Foto oder so, was ich auch immer sehr merkwürdig finde, aber trotzdem immer gerne mache. Der hat sich dann bei mir angestellt und war dann halt dran und meinte dann so, ja, es ist so krass, bei dir haben die Leute wenigstens noch Abstand. Also die haben mir echt Platz gelassen, ne? Ich stand da in einer Menschentraube, aber hatte wirklich Platz, um mich zu drehen, um mich zu bewegen. Und er meinte dann so, ja, er wäre gerade bei Sui gewesen und den würden die Leute erdrücken. Da dachte ich so, wow, wie krass ist das? Entweder die Menschen haben gedacht, nee, an die will ich nicht so nah ran, die ist eklig. Oder die haben sich einfach gedacht so, ja, nee, es ist höflich, bei einer Frau ein bisschen Abstand zu halten. Und das fand ich irgendwie so witzig. Und da hat man auch so viele Leute getroffen. Wobei eigentlich ein echt ungewohntes Gefühl ist. Also zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich das Treffen mit der Kitty gemacht habe, da lief das alles relativ locker ab. Wir standen da so, haben mal hier mit einer Gruppe gequatscht und mal da. Aber bei diesem Gronkh.de-Treffen, wo man dann wirklich in der Traube von Menschen stand, das ist ganz merkwürdig. Da ist dieses im Mittelpunkt stehen, echt wörtlich. Du stehst da drin und die Leute stehen um dich herum und du weißt ganz genau, die gucken dich alle an und die machen auch alle Fotos und das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also, weiß ich nicht. Jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah geil, das will ich immer haben, dieses Gefühl. Es ist einfach ein bisschen merkwürdig. Oh, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch funktioniert. So, jetzt sollte ich hier die P-Shooter hinsetzen. Und dann, wenn ich es noch schaffe, hier oben die großen Walnüsse. Ich glaube, das reicht. Ah, Mist, falsch gesetzt. Ich wollte ihn doch hier unten haben. Na egal, setze ich ihn da hin. Geht auch. Ich muss mir aber für die nächsten Runden was überlegen, denn das sind mir doch zu wenig Sonnenblumen. Dass man vielleicht noch drei von der nächsten Reihe nimmt. Weil so ist mir das zu wenig. Ich komme ja kaum damit klar. Ich hänge immer hinterher mit den Sonnen. Es wird ja nicht einfacher, leider. So, du kommst dahin. Es könnte tatsächlich sein, dass ich das schaffe, relativ gut hier aufzubauen. Jetzt gleich kommt erst die letzte Welle. Könnt ihr den mal bitte töten? Könnt ihr... Hallo? Könnt ihr den mal bitte töten? Dankeschön. So, dahin. Dahin, dann habe ich nämlich alle P-Shooter schon. Das ist wunderbar. Dann auf die Walnüsse sparen. Weil ich vermutlich nicht alle Reihen hier voll bekommen werde damit. Ah, ich setze es einfach mal dahin. Ich hoffe, der kommt nicht so schnell dahin. Ja, komm, mach den Platz, sonst habe ich den Blumentopf umsonst. Oh, sehr gut. Sonst hingesetzt. Wieder mein üblicher Fehler. Ich warte mal eben kurz. Zu früh hingesetzt, meine ich. Ich warte mal eben kurz, wo hier vielleicht einer mit einer Leiter kommt. Da
setzen wir die Walnuss nämlich erstmal dahin. Ja, genau. Was? Das war dumm. Das war dumm. Ah, Mann. Ey, weg mit dir. Das war echt ein wenig dumm von mir. Shit, jetzt steht die Leiter da. Shit, was mache ich? Hilfe. Ah, die machen das schon, ne? Boah, diese Dachlevel, ich kann euch sagen, als ich es das erste Mal gespielt habe, da hing ich ewig fest an einem. Könnt mich mal so. Hing ich ewig fest an einem Dachlevel. Das war so krass. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber... das war's schon. Und wir bekommen diese kleine Bohne. Was ist es für eine Bohne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist eine Kaffeebohne. So, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal haben wir wieder den Tollen mit der Leiter dabei und auch den Pogo-Zombie. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.